Guten Morgen Welt, hier bei Manulash und wir machen weiter mit The Last of Us. Wir haben jetzt Ellie bekommen und wir müssen sie irgendwo raus, / reinschmuggeln. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los. Wir gehen unseres Weges. Fireflies. Same thing's gonna happen to us if we don't get off the street. Habt ihr es gehört? Ich bin der Pro. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal eine Aussage, ja? Also ich sag mal, hier kommen wir nicht weit. Oder? Oder geht es hier irgendwie auf? Wanted. Wer ist denn hier gewanted? Nee, das bin ich. Nicht ich zumindest. Aber da geht's doch sicherlich irgendwo lang, oder? To the underground. Keep up. So, nebenan fährt hier die US Army durch. Und wir müssen ganz einfach nach rechts, so wie immer. Attention, attention, please. Ja, ist okay. Nach oben. That'll get us to the north tunnel. How are we supposed to reach that? Just give me a minute. Okay, die Minute läuft. Ich würde sagen, ich suche mal die Leiter wieder. Das ist ja mein Traumjob hier. Yeah, oder die Mülltonne, wie auch immer. So, ich würde sagen, die schieben wir da schön hin. Und dann heißt es ab hier. So, ich hoffe mal, dass unsere Schnecke da auch hochkommt. Mein Gott, ey, sind wir hier auf dem Laufsteg oder was? Wen hast denn du da jetzt abgeschliffen? Ja, willst du mal kommen? Okay, nicht schlecht. Also sportlich ist sie, die Dame. So. Jupp. Jupp. You ever smuggle a kid before? No, that's a first. What's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom. And she's been looking at me. And I'm 14. Not that that has anything to do with anything. So where are your parents? Where are anyone's parents? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decide to run off and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're doing. You want to know the best thing about my job? I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Okay, wir sind uns auf jeden Fall schon mal einig. Finde ich schön, dass wir nicht mal darum diskutieren müssen. Is it? Jetzt erstmal Pause machen, Kaffee trinken. What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. Your watch is broken. You mumble in your sleep. I hate bad dreams. Yeah, me too. You know,
I've never been this close. To the outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Doch, es kann. What on earth do the Fireflies want with you? Hey, sorry it took so long. Soldiers fucking everywhere. Marlene, she'll make it. I saw the merchandise. It's a lot. Wanna do this? Yeah. Let's go. It's a bit strange that they're having us do their smuggling. Marlene wanted to do it herself. We weren't their first choice, or the second for that matter. She's lost a lot of men. Beggars can't be choosers. Yeah, I just hope there's someone alive to pay us. Someone will be around. Ja, jetzt kommen wir noch mal zu einer kurzen Übersetzung vorhin. Zu dem, erstmal mal gucken hier. Da haben wir schon Paper. Was ist das? Genommen. Testliste. Okay. Was schreibt sie denn hier? Vergrößern? Ja. Da habe ich jetzt keinen Bock, das zu lesen. Sie hat gesagt, dass man im Schlaf redet. Mumble, das ist eigentlich mehr so Grummeln. Also da, du redest im Schlaf, ist dann schon wieder eigentlich sehr, sehr weit gegriffen. Also da sieht man mal auch... Was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Dreieck. Ja, dann machen wir nochmal hier. Also wie gesagt, da ist die englische Übersetzung, also die deutsche Übersetzung auch ein bisschen zweideutig. What is the deal with this? You some bigwig's daughter or something? Something like that. How long is this all gonna take? If everything goes as planned, we should get you to them in a few hours. Okay. Of course. Also das wird zumindest sowas nicht laufen, weil wir, glaube ich, ein bisschen länger brauchen werden bei dem Spiel als ein paar Stunden. Oder ich hoffe es zumindest. Hold up, there's a patrol up ahead. All right. We're good. Come on up. Come on, kid. Watch your step. This rain ain't gonna do us any good. Holy shit. I'm actually outside. Da würde ich nicht so stolz drauf sein. Hier kann dir mehr passieren als drinnen. Aber gut, jetzt haben wir den Part, sag ich mal, von Klugscheißern auch hinter uns gehabt, hier mit dieser kurzen Englisch-Passage. Jetzt müsste eigentlich wieder mal so ein Fell kommen. Dann hätten wir wieder alles. So, was willst du jetzt machen hier? Ach, ich darf wieder vorausgehen. So, was haben wir da hinten? Nichts, okay. Also hier wird das Sammeln schon mal direkt schwieriger, wenn es was gibt zum Sammeln, wo ich eigentlich stark davon ausgehe, weil es bisher in jedem Naughty Dog-Titel irgendwas zum Einsammeln gab. Don't do anything Ow. Stupid. Move. Turn around, on your knees. You scan them, I'll call it in. Put your hands on your head. This is Ramirez at Sector 12, requesting pickup for 3 stragglers. Understood. Look the other way. We can make this worth your while. Shut up. Mm-hmm. What's the ETA? Couple minutes. Sorry. Oh, fuck. I thought we were just gonna hold him up or something. Oh, shit. Look.
Marlene set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? I was just lying. I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? I ain't buying it. Oh, shit. Tess, run. Run! Go! Go! Move! Follow me. Quickly. Ah, da kommt schon die Verstärkung. When I give you the signal, we run. Now, run. Der ist also schon mal eine super Nachricht hier. Also man kriegt hier eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Stay away from those lights. Aber irgendwas scheint daran zu sein, dass sie zwar infiziert ist, aber nicht irgendwie sich nicht mutieren lässt oder sowas. Vielleicht eine Revolution sozusagen, dass man den Virus endlich besiegen könnte. Mit Waffen und Co. Aber lassen uns weiter überraschen. Jetzt müssen wir erstmal hier vor unseren Bullen fliehen. Stay back. I don't see anything down there. Are we sure they came this way? Ja, wenn ich jetzt einen Revolver hätte, würde ich jetzt hier glatt mal drauf ziehen. Come on, kid. Follow Joel. Jetzt darf ich wieder vorgehen. Ich hoffe mal jetzt einfach für dich, dass der weggegangen ist. Das war sehr knapp. Jetzt sagen wir, schlupfen jetzt einfach mal hier unten durch. Okay, dann können wir laufen. Kommt ihr? Okay, sind beide da. Okay, sie leitet uns gleich mal hier voran. Ja. So. Das können wir nicht. Was sie kann? Da liegt was, oder? Eine Schere. Perfekt. Eine Waffe ist immer gut. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Okay, das sind jetzt schon die ersten... So, ich würde sagen, dass wir... Achso, okay. Müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Die Klicker, okay. We can get through here. Das sind ja die, sag ich mal, die Gegner, die schon längst zu... Also die dritte Stufe sozusagen. Es gibt ja drei Stufen von dieser Mutierung. Von diesem Virus. Und die dritte ist dann der Clicker, sozusagen. Die können dann nur auf Geräusche reagieren. Die hatten wir ja schon in der Demo einmal. Heftiger Kerl kann man ohne Messer nicht ausschalten. Zumindest im Nahkampf nicht. Too many tests. Oh, man. So, was haben wir hier drin? Nichts. Backsteine sind voll. So. Fick dich doch, Mann, du.
Okay, das ist scheiße. Aber es ist auch schwer, also von daher dürfen wir uns auch nicht so viel erwarten. Okay. Tu dem Mädel nichts, ich sag's dir. Ah! Dir gebe ich gleich mal eins mit hier. Toll, Munition haben wir jetzt auch keine mehr. Da müssen wir uns im Nahkampf mit dem anlegen hier. Backsteine sind voll, scheiße. Bräuchte irgendwie mal was zum Kämpfen hier. Oh. Ah, hier können wir uns den mal umnocken. Oh. Okay, also da müssen wir uns mit schleichendem. Einen schleichenden Weg suchen. Da ist nichts mit Kämpfen. Vor allem, weil wir nur 4 Schuss haben. Von daher sollte uns das hier zumindest mal ein bisschen Sorge machen. Gehen wir einfach mal weiter jetzt hier. Ja, die Backsteine hier, die sind ja eigentlich dafür perfektioniert, dass wir den. Nee. Okay, das war auf jeden Fall scheiße die Idee hier. Ja, das werden wir nicht schaffen, das ist eigentlich schon fast safe. Nochmal den jetzt aus, dann den. Ah, von hinten kommt's doch. Schieß doch hier den Kollegen ab, Mann! Da dreht sie sich eine halbe Stunde lang nicht um und weiß, dass der Gegner hinter mir ist. Das ist ja auch wieder perfekt hier. Perfekte Zusammenarbeit. Okay, also, das müssen wir jetzt klüger machen. Und ich weiß auch schon wie. Wir machen das nämlich jetzt als erstes so, dass wir den nämlich jetzt hier hinschmeißen. Dann sind die schon mal geil drauf, da irgendwas zu finden. Den schmeiße ich dann dahin. Laber nicht! Das kann doch hier nicht sein. Oder haben wir uns die jetzt nicht entdeckt? Ja, doch, die haben wir schon entdeckt. Ja, jetzt du Mistviech, du! Okay, also das mit den Backsteinen ist dann, also, okay. Die können weiter sehen, als ihre Taschenlampen leuchten. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ich sage jetzt mal, wir machen uns das jetzt hier mit ein bisschen mehr Schleicharbeit. Das kann ja nicht sein, dass wir dreimal sterben und nicht weiterkommen. So, noch können sie uns ja nicht sehen. Das sind 4 Leute. Sagen, wir verstecken uns jetzt erstmal hier. So, jetzt machen wir das erstmal so, dass wir den hier hinten reinlocken. Genau, geh du doch erstmal dahinter. Mann, du Wichser! Hey, cool. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, den Kollegen hier auszunocken, dass es keiner gemerkt hat, aber ich fand's gut. So. Und den tun wir da hinten reinwerfen. Nee, du findest mich hoffentlich nicht. Nein!
Achso, da wäre es weitergegangen. Scheiße. Egal, komm. Geh weiter. Jetzt haben wir zwar keinen Schuss mehr, aber... Ah, okay. Komm her, du Wichser. Okay. Ja, halten wir uns hier nicht mit Peanuts ab. Gehen wir einfach weiter unseres Weges. Und ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt mal unten rein. Bin immer unheimlicher. Ja, den Weg musst du dir auch erstmal aus ins Hirn brennen lassen hier. Ist das ein Stock? Ja, bis jetzt. Have a look. Think we can squeeze through here. Wo könnten wir durchpassen? Ich habe jetzt schon gedacht, das ist so ein Kasten wie ein Remember Me, ist, dass man sich da einfach heilen kann. Da ist mal eine Tür, meistens kann man die aufmachen. Ah ne, hier kann man durch, okay. Shit, shit. I got more soldiers. Target's still on the loose, sir. Break off pursuit and report back to Sector 11. I don't think they see us. Acknowledge. Get to your vehicle. Stay in the shadows. Ich würde sagen, da hüpfen wir jetzt einfach schnell rüber. Noch eine kurze Dusche hier nehmen. Tja, sieht im Moment eigentlich ganz einladend aus hier. Wen oder was haben wir hier? Ah, da liegt was. Irgendwelche Teile zum Aufrüsten. Nehmen wir gleich alle mit hier. Are we safe? Nee. They're still around. Look, take a moment to catch your breath. Joel, if you're in here. Sure thing, boss. Ja, Scheren und Aufrüstungsgegenstände habe ich schon gefunden, Puppe. Was willst du denn mehr hier? Also hier gibt es nicht wirklich viel. Was man benutzen könnte. Vielleicht hier noch der Sicherungskasten? Nein. Ja, das war's eigentlich schon. Verschnauft man nicht lange. Da gehen wir einfach weiter, würde ich sagen. Und wir haben jetzt eh schon einen richtig langen Part. Und bevor wir uns hier weiter durchschauen, durchsearchen, würde ich sagen, mit den zwei Mädels hier im Gepäck sage ich danke, ciao und guten